Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda The Husten Cap. Zelda The Minish Cap. Wir machen weiter, sammeln noch ein paar weitere Herzteile und so. Und die ganzen Sachen, die wir bisher freigeschaltet haben. Durch die ganzen Fragmente. Ja, das ist also dein Haus, ein prächtiges Zuhause hast du. Und, wo ist mein Zimmer? Dein Ernst? Okay, ich wusste gar nicht, dass das kommt. Hat er ein Fragment? Nein, okay. Schade. Ich glaube, wenn wir hochgehen in unser Zimmer, können wir im Bett schlafen und uns heilen dadurch. Ja, da war nichts, stimmt. Bin ich der Meinung, oder? Ich glaube, da war nichts. So, hier war eine Feenquelle, genau. Hier unten war noch nichts. Aber hier... auch nicht. Verdammt, ich dachte, von dieser Seite konnten wir das machen. Egal, wir gehen erstmal kurz in den Timolia-Wald, würde ich sagen. Weil wir dort noch etwas einsammeln können. Erstmal gehen wir hier in den Wald. Achso, ist der richtige Weg sogar, okay. Denn wir konnten die Truhe holen mit 200 Rubinen. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nett. 200 Rubinen nehme ich gerne mit. Und ansonsten konnten wir hier, glaube ich, nichts mehr machen. Unten geht es nur nochmal zum Minish-Reich. Wo wir auch nochmal reingehen könnten eigentlich, um zu gucken. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es unnötig. Ich glaube, dann haben wir soweit erstmal alles gemacht. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal dieses Hühnerspiel, Leute. So lange, bis wir das Herzteil bekommen. Ja, doch, ich glaube schon. Wir können auch so noch ein paar Sachen hier erledigen. Wir machen jetzt erstmal das Hühnerspiel. Kommt. Erstmal gucken. Fragment? Nein, Fragment vom Geist nicht. Und von ihr auch nicht. Okay. Hühner sind welche? Ist mir wieder ein... ja. 5 Hühner in 45 Sekunden. Okay. So, Huhn Nummer 1. Lauf mal runter. Okay. Huhn Nummer 2 und 3. Hier ist Huhn Nummer 4 und da oben war Huhn Nummer 5. Alles klar. Sehr gut. Oder hier ist Huhn Nummer 5. Das ist natürlich auch nice. So, 2. Nein! 3. 4. Shit, wo ist das fünfte? Oh Gott. Oh. Hey. Okay, das war knapp, Leute. Das war knapp. 90 Rubine erhalten, aber jetzt ist unser Rubinsack voll, ne? Scheiße. Okay, gucken wir mal kurz in den Shop. Gibt es hier irgendwas? Nein, nichts wirklich, was wir uns holen könnten. Wir könnten uns den Boomerang holen, aber das wäre ein bisschen unnötig. Wir könnten uns hier einfach mal noch so ein Ding für Fragmente kaufen. Nehmen wir diesmal das Brot. Jo. Und da war nichts drin. Ups. Dann kaufen wir uns nochmal schnell das hier. Ja. Und ein Glücksfragment. Ist hier auch was drin? Ich glaube nicht, ne? 40 Rubine? Könnte sein. Nichts drin, okay. Achso, diesmal war nichts drin. Okay, das kann sich also variieren. Alles klar. Ja, wir müssen halt... ich meine, Platz schaffen müssen wir eh. Von den Rubinen her, weil wir hier so viele... oh, nein, 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 nein. Wird's ein Fragment fallen? Haben wir nicht. Oh, Mann. Will der jetzt auch? Nee, schade. Okay. Ja, wir helfen. 5 Hühner in 50 Sekunden. Alles klar. Hallo. Können wir das schon... ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon beenden können. Weil, glaube ich, irgendwer im Weg steht oder so. So, runter. Oder? Da unten ist das Huhn, das ist sehr geil. Was war das? 4 Hühner, ne? Schmeißen wir mal das noch und vorsichtshalber noch das fünfte hier. Ne, 5 hatten wir ja eben schon. Da ist das andere, okay. Ja, es wird ein interessanter Part, Leute. Es ist halt nur Hühner fangen, prinzipiell, glaube ich.
So. Haben wir? Wir haben es eigentlich, ne? 30 mysteriöse Muscheln. 50 Rubine, genau. Ja. 5 Hühner in 45 Sekunden. Und wie das nicht eben schon? Eins. Sind das die gleichen Hühner wie eben? Moment, ich glaube, das sind die gleichen Hühner wie eben, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Verdammt. Das schnell rüberschmeißen. Und dann, nee, nicht das Goldene. Wir nehmen noch das Weiße hier. Ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die Goldenen bringen dir extra Rubine. Kann das sein? Ich habe echt keinen Plan, warum es Goldene und nicht Goldene gibt. Hühnchen, bleib stehen. Zeit ist abgelaufen, alles klar. 30 Muscheln. Oh. Okay, ja gut, dann machen wir doch nichts mehr. Aber wir können den Topf da umdrehen. Und wir brauchen Wasser, verdammt. Ja, das hole ich gleich dann, alles klar, Moment. So, willst du ein Fragment vereinen? Nein. Ah ne, das können wir noch gar nicht machen, das bringt uns noch gar nichts. Also hat sich das erledigt. Nee. Ah, doch. Hallo. Ja. Warum wollt ihr denn immer solche Fragmente? Wir können übrigens in den Brunnen fallen. Und noch nichts machen. Wow. Das war... Ja. Produktiv. Das war gut. Oh. Komm schon. Ja. Wir haben so viele blaue Fragmente. Okay, hier erscheint jetzt eine Schatztruhe. Yeah. So. Jetzt konnten wir... Ach genau, hier konnten wir auch. Ah, es wird später erst interessant, das müssen wir jetzt eigentlich nicht machen. Könnt nur gucken. Also wir können halt jetzt zumindest werden und hier hoch und da rechts rein. Aber... Obwohl doch. Das könnten wir sogar schon in Gang setzen eigentlich. Das ist ein Minisportal, Leute. Falls ihr es jetzt nicht geahnt habt. Und wir, können es jetzt erst benutzen, weil wir jetzt erst den Krug umdrehen konnten. Und jetzt können wir in der Stadt ein wenig als Minisch rumlaufen. Wer hätte gedacht, dass es selbst Werkzeugeportale sein können. Die Minisch sehen klein aus, aber die haben viel Fantasie. Ja, das stimmt. So, will hier einer Fragmente vereinen? Nein, nein. Sag bloß, was? Sag bloß keiner auf uns... drauftreten. Ah, lass bloß keiner auf uns drauftreten, okay. Dieses Café ist so lebendig, man hört die unterschiedlichsten Geschichten. Wolltest du... Ach nee, das war... Okay, das war seine Mütze. Ich dachte gerade, er will doch Fragmente vereinen. So, gehen wir hier hoch. Hallo. Sucht ihr der wunderbar. Du willst ein Fragment vereinen? Was habe ich gerade schon benutzt, Manu? Die rote Mütze, der Wald, der Waldmensch gefällt mir. Okay. Die blaue Mütze, der Stadtmensch gefällt mir. Wow. Okay. Hallo? Die Waldmenschen sind gerade zu Besuch. Ja, sieht man. In der Stadt ist richtig was los. Ja, das ist typisch für eine Stadt. Die sind alle so schick hier. Ist hier oben noch? Nein, okay, da ist nichts. Dann gehen wir jetzt rüber. In einen gefährlichen Ort. Merke ich gerade. Okay. Okay, eine Truhe. Mit 10 mysteriösen Muscheln, alles klar. Weg. Okay. Ich sehe gerade gar nicht, wie lange ich aufnehme, weil da was vorstand. Hey, was? Was? Nanu, ich könnte es hören, dass ich immer... Ist wohl Einbildung. Hallo. Ja, Nanu, da ist doch jemand. Auf einmal bist du ja hinten. So geht das nicht. Einfach hier reinzukommen und mich zu erschrecken. Sorry. Bring her, was du kaufen willst. Sonst bereust du es später. Hä? Ah, nein, das geht... Ah. Ups. Ups. Nein. Oh. Stimmt, das geht erst später, wenn wir einmal einen bestimmten Ort besucht haben. Da kommt nämlich ein Event von ihm. Stimmt. Hab ich ja ganz vergessen. Oder war das jetzt gerade doch relativ unnötig, dass wir das alles hier schon gemacht haben?
Ach Mensch, okay. Einfach runterfallen. Plupp. Gut, dann was machen wir jetzt? Ach, dein Ernst. Alle, stehst im Weg. Es geht so nicht. So, da kommen wir doch hier lang, stimmt. Das muss ich nämlich machen. Oh Mann. Das ist diese kleine Fußerhöhung, ey. So, wir müssen nämlich hier rüber. Gehen hin. Oh, es ist anstrengend. Hallo. Oh, Entschuldigung. Es ist, weil ich mache gleich Platz. Sorry. Menschen in der Stadt sind alle sehr freundlich. Fragmente verein. Ja, wir können sogar mit Tieren Fragmente verein, Leute. So, er macht gleich Platz für uns. Zum Glück. So, hier können wir leider noch nichts machen. Leider noch nichts machen. Kennst du den geheimen Spruch, der zum Schatz führen soll? Über den reißenden Strom führt eine schmale Brücke. Dann vorbei an den großen Wesen neben einem wilden Wasserfall. Ist der Geheimgang zu dem Ort, an dem der Schatz verborgen ist. Es soll ein Werkzeug sein, mit dem wir mindestens riesige Dinge schieben können. Der Legende zufolge muss man von diesem Haus aus losgehen. Okay. Das ist interessant. Gut zu wissen, danke. So, dann gehen wir noch hier rein. So, ihr habt eben, glaube ich, schon gesehen. Ups. Der Handwerkermeister ist ziemlich ungehobelt. Aber er ist ein feiner Kerl. Okay. Ihr habt eben wahrscheinlich schon gesehen, der Hund hat sich jetzt bewegt. Das heißt, wir können hier auch als normaler Mensch endlich lang. Endlich hierher. Und ein Fragment konnten wir auch noch vereinen. Sehr gut. Und dort erscheint jetzt auch eine Schatztruhe. Ja, die grünen Fragmente sind, wie es aussieht, wirklich nur für Schatztruhen da. So. Dann machen wir uns jetzt hier hinten wieder groß. Und machen hier hinten in der Stadt erstmal ein paar Dinge, die wir machen können. Ja. Hallo. Schaffe, Häusle, wenn wir fertig sind, geht es bei den Treppen weiter. Okay. Hallo. Bin ein Meister meines Fachs. Ich mache nur erstklassige Arbeit. Okay. Wir wüten in letzter Zeit so viele Monster. Das macht es wirklich schwer, hier alles wieder aufzubauen. Was für ein Stress. Mit unserem Handwerkermeister ist nicht so gut Kirschen essen. Aber er wird ein Fragment verein, okay. Ach, schon wieder grün. Warum wollt ihr da alle nur grün? Mann! Was ist denn mit euch? Ich bin besonders gut im Minitendo. Okay, ja, dazu kommen wir später. Ja. Dazu kommen wir später. Ah, jetzt, die Tür ist verschlossen, stimmt. Hey. Und die? Danke. Der Schwerkampfschule von Meister Magnus im Süden der Stadt ist toll. Achso, ja, hatten wir schon. So, mit ihm hatten wir mit ihm jetzt schon Fragment vereint? Er will wieder, okay. Oh, wir haben kein Rotes mehr. Oh Mann. Oh Mann. Ja. So, ja, wir gehen jetzt einfach noch ein Herzteil holen, stimmt. Wir gehen nochmal auf den Chimoliaberg. Wir machen da noch ein wenig Stuff. Das ist heute einfach ein Sidequest-Part, sag ich mal. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun, wir können hier noch ein bisschen was erledigen. Wir können uns jetzt hier, wir können nochmal oben auf den Berg nach links, also zu diesem Typen gehen. Obwohl, da müssen wir später eh nochmal hin, das heißt, das machen wir später. Das machen wir ein andermal. Aber wir können halt hier erstmal hoch. Und noch weiter hoch. Denn hier in dieser Höhle waren wir ja schon mal. Aber wir kamen hier ja noch nicht weiter. Weil, ja, wir konnten uns hier nicht klonen und das heißt, die Tür hier oben konnten wir nicht öffnen. Jetzt geht das aber. Und, hallo. Erstmal ein weiteres Herzteil. 50 Rubine. Okay, und da sind wahrscheinlich auch nochmal Rubine drin, oder? Oh, warum nehme ich sie denn mit? Ich weiß es nicht. Ich bin Maximus, der wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du des Willens, bei mir zu trainieren? Ja, mach ich. Will ich. Wohlan, ich werde dir die Technik des Wirbelhiebs lehren. Drücke und R für eine Vorwärtsrolle. Drücke kurz vor dem Aufstehen den Knopf für das Schwert. Du zückst das Schwert mit einem Schrei. Das ist der Ablauf. Oh, gute Antwort, du bist ein guter Schüler. Doch Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also, das Marionettentheater vom Meister Maximus.
sehe und staune. 1, 2, 3, Marionette, du und sei. So, nun versuche selbst. Jo. Mach ich. Sehr gut, ich überreiche dir die Schrift oder Schwertkunst. Falls du deine Schwerter nicht mehr. Okay. Wirbellieb erlernt. Ja, es gibt nichts, was du uns noch beibringen kannst. Alles klar. Ist jetzt eigentlich. Ja, die ist jetzt hier, okay. Wir brauchen nämlich die ganzen 7 Schwertrolltechniken hier. 8, 2, 4, 6, 8. Damit wir später die ultimative Attacke, sag ich mal, lernen können. Ja. Ja, das war eine der versteckten Schwertkünste, sag ich mal. Es gibt noch weitere Schwertkünste, die uns aber keine wirkliche Schriftrolle geben. Das sind die wirklichen, wirklichen versteckten Schwertkünste. Die sind halt... Ja, die geben, sie bringen uns etwas, aber nichts direkt, was mit dem Schwert oder mit einem Angriff an sich zu tun hat. Also keine Angriffstechnik oder so. Deswegen... Ja. Ja, wir können jetzt auch die... Warte mal. Cool. Ja, deswegen werden die auch nicht in dieser Liste eingetragen von den Schriftrollen. Aber wir können jetzt erstmal hier durch. Und diese Schwertmeister gibt es halt überall. Ich glaube, wir kriegen 5 oder 4 Fähigkeiten von dem wirklichen Magnus in der Stadt. So sieht übrigens der Angriff aus, wenn wir einen Gegner treffen. Nur damit ihr seht. Zaubermuscheln drin, oder? Fragment! Oh, welches? 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 Ah, oh, das brauchen wir nicht. Ja. Also. 5, glaube ich, oder so. Oder 4 vielleicht sogar nur. Von dem. Von Magnus an sich wirklich. So. Wisst ihr Bescheid. Ja. Und die restlichen sind halt solche versteckten, wie den wir eben hatten. Hallo! Guten Tag, ich bin Poemon, Dichter von Hyrule. Du bist Doki, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Geschichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar. Vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meine Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach, so nah und doch so fern. Ein Weg ist ein halbes Siegel, ach, ein ganzes hätte ich gern. Ja, er will leider kein Fragment mit uns vereinen, wie er schon gesagt hat, er hat's verloren. Und, ja, wir können erstmal hier diese Abkürzung erschaffen und hier noch eine Bombe legen. Bam, bam, ey. Geh weg! Yeah. Ach, nur eine Feenquelle, okay. Ja gut, das ist... nicht so nötig. Jetzt kommt noch meine Zwischensequenz. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Weiß es nicht. Oh. Party. Nanu, wer bist du? Du bist Fati. Wie bist du hierher gelangt? Ah, was tust du da? Okay. Es sind alle an... Es sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird nur zu uns sprechen. Ihr alle wisst von dem Force, das uns die Minish übertragen haben. Ja genau, grenzenlose Zauberkraft. Force, auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben, es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf die Suche und sucht... Es macht euch alle auf und sucht das Force. Trödelt nicht lange herum, los, sucht das Force. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seine letzten Winkel. Alles klar? Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen.
Das, der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Das stimmt. Wir machen noch hier die... Abkürzung. Und ich glaube hier oben, ja, da geht's schon zu dem Fragment. Was war hier unten nochmal? Ein Haus. Hier oben kamen wir auch nicht durch, genau. Okay, hier konnten wir uns noch verkleinern. Da gibt's noch was, okay. Was machen wir noch in diesem Part? Uns hier verkleinern lassen. Und hier mit dem Minischreden, okay. Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt. Oh, sie wächst nicht. Ja, wenn du Fragmente mit mir vereinen würdest, dann würde sie wachsen. Diese grauen Stellleute auf dem Boden sind übrigens die Bohnen. Falls ihr es noch nicht verstanden habt. Erwähne ich es gerne nochmal. Ja. Mann. Ja, hier kommen wir auch nicht lang. Geheime Welt von Tabante. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Ja, wir haben keine Pegasus-Stiefel. Das ist unlucky. Ja, wir besiegen die nochmal schnell. So, bevor wir nach Tabanta gehen, Leute, beenden wir den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!